So, ich habe den PC jetzt neu gestartet und er lädt die Landschaft neu. Okay, jetzt lag's nicht mehr. Schönen Dank auch, Fraps, dass du dich jetzt beruhigt hast. Alter, schaut euch an, was passiert wäre, wenn wir jetzt durch den Leck runtergefallen wären. Wir wären tot gewesen. Seht ihr das? Naja, gut, konnte ich zum Glück noch aufhalten, Fraps. Fraps stellt sich gegen uns. Er arbeitet mit den Monstern zusammen. Ich meine sie ist eine Nutte, sie will mich lecken. So. Gut, ist genug von den vulgären Ausdrücken. Jetzt erkunden wir diese Höhle weiter. Ich hoffe, wir kommen jetzt langsam mal auf die Diamant-Redstone-Ebene. Geht's auch noch lang, oder? Ist schon. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Nehmen wir die Ressourcen an uns. Hier hinten ist nichts. Okay. Ich habe die Musik jetzt übrigens auch ein bisschen leise gedreht. Die war, habe ich gemerkt, in der letzten Aufnahme oder beziehungsweise vorhin zu laut. Deswegen, ja, habe ich sie jetzt leise gedreht. Gut, dann schauen wir jetzt nach, was sich in diesem Loch befindet. Ah, hier ist noch ein bisschen was. Ja, ich will da hoch, komm schon. Jetzt öffnet sich Java bei mir. Hat aber zum Glück keine Auswirkungen auf die Fraps an, FPS-Anzahl. Okay, gut, wieder ein bisschen Kohle. Damit können wir uns reichlich Fackeln machen. Oder was anderes auch. Die Sonne ein bisschen Kohle. Mann, nur Kohle ist langsam langweilig. Wir sammeln nur Kohle und Eisen. Ich will jetzt Diamanten und Redstone haben. Naja, bald haben wir die Ebene bestimmt erreicht. Ich wette, wenn wir in dieses Loch reingehen, sind wir dann auf dieser Ebene, wo es diese Ressourcen gibt. Allerdings wächst dann auch die Zahl der Gefahren. Denn dann spawnen keine Viecher mehr an der Oberfläche und es gibt ja eine Maximalgrenze an Viechern, die maximal auf einmal spawnen können, glaube ich. Und wenn man an der Oberfläche ist, dann besteht ja noch die Chance, dass an der Oberfläche ein paar Monster spawnen und dass dann in der Höhle weniger spawnen. Wenn wir jetzt allerdings an der Unterfläche sind, dann spawnt nur in der Höhle was. So, hier ist auch noch ein bisschen was. Das ist das Fraps-Nutenloch. Hallo Fraps, Nuttenloch, ich liebe dich. Gut, wir sollten aber auch nicht vergessen, wieder zurückzulaufen. Denn dort, ja, wenn wir zurückgehen, finden wir auch noch ein paar Ressourcen. Aber weil ich jetzt so schnell wie möglich Diamanten finden möchte, gehe ich lieber hier jetzt rein. Und wir haben wieder ein volles Inventory. Verdammter Mist. Wir müssen irgendwas abschmeißen. Was schmeißen wir denn ab? Warum habe ich eigentlich Feuerzeug dabei? Na, wobei, man kann die Zombies ja auch... Nee. Ist mir zu heftig, wenn ich die jetzt anzünde und die mich dann verfolgen, ne? Alter Schwede. Tiefe Löcher, große Höhlen, große Hallen, sag ich mal. Auch wenn es keine Hallen sind. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Bauen wir uns einen Weg nach unten. Heiliger Mist, es geht noch tiefer runter. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts runter und verfolgt uns. Ich tue mir das Wasser hier abdrehen. Ich mach's wie die Stadtverwaltung. Ich schalte das Wasser ab. Oh, da unten befindet sich Lava. Schauen wir jetzt noch ab und zu nach, ob da was kommt. Das ist gut, wir sind jetzt auf Lava-Ebene, kann man sagen. Hier ist auch wieder ein bisschen Wasser.
Oh Gott. Jetzt bete ich Gott um Hilfe. Hallo Gott, ich brauche deine Hilfe. Gott, sage mir, warum tuet ihr mir so etwas an? Was ich habe in euch angetan? Hier befindet sich rein gar nichts. Scheiße. Und jetzt müssen wir wieder nach oben, oder was? Mann, ich war mir ziemlich sicher, dass es hier jetzt weitergeht und dass wir hier jetzt auf einer Mine oder sowas gestoßen werden. Aber da habe ich mich jetzt geirrt. Scheiße. Jetzt muss man hier vorsichtig sein. Man weiß nie, was sich alles so verbirgt. Hier ist unser Feuerzeug. Haben wir es wieder eingesammelt, oder was? Tatsache. Verschwinde! Ich glaube, dieses Loch sollte ich stopfen. Dieses Loch war nur dazu da, um uns zu ärgern. So, ich werde dich nie wieder sehen wollen. Scheiß, scheiß Loch. So, halt, hier ist noch ein bisschen Eisen. Eisen, Eisen. Das Eisen ist wichtig, denn ansonsten werden wir nicht überleben in dieser Höhle, die so tief ist und voller Gefahren ist. Brauchen wir diese Ressourcen? Okay, okay. Oh, hallo, Mr. Zombie. Er kommt wieder von derselben Richtung, wo die anderen Zombie auch gekommen sind. Oh, ich dachte schon, das sei eine Spinne. Ey, du verdammte Fledermaus, hör auf! Fledermaus? Nein! Nein, Zombie! Nein, nein, nein! Nein, Skeletti! Nun los, greift euch gegenseitig an! Kampf der Untoten! Wie bei Warcraft 3! Verbrenne! Und stirb! Einen qualenvollen Tod! Obwohl, nee, du bist ja schon tot. Fail. So, und jetzt? Was? Hier scheint echt irgendwo ein Spawner zu sein und irgendwie leckt es jetzt wieder. Moment, das haben wir gleich. Muss mal schnell Server beenden. Ja, war. Wo ist das Skelett hin? Da war gerade ein Skelett, ihr habt es gesehen. Gleich mache ich dich kalt, du verdammte Fledermaus. Moment, kann das sein, dass... Hier ist eine Fackel. Die scheint von uns zu sein. Ich glaube, das ist der Ort, den wir vorhin gesehen haben, wo ich mir gesagt habe, Scheiße, was ist das für ein Ort? Wie tief geht es hier runter? Noch ein Zombie. Alter, wir sind quasi von Untoten jetzt umzingelt. Was machen wir jetzt? Sollen wir hier lang gehen? Besser nicht, denn ich sehe hier eine Zombie-Hand. Wow! Da ist das Skelett von vorhin. Hallo, Mr. Skelett. Hallo. Hey, komm doch mal her. Ich will mit dir spielen. Nein, das kannst du vergessen. Oh, bitte, ich habe ein paar schöne Pfeile für dich. Naja, das kannst du vergessen. Ich komme jetzt nicht zu dir. Doch, tu ich. Skeletti, wo bist du? Ich bin hier. Wo hier? Ja, da! Naja, ich nehme lieber die Kohle mit. Warte, dann komme ich. Nein, ich habe jetzt keine Lust zu warten. Na gut, dann komme ich eben gleich. Skeletti, wo bist du? Skeletti? Er hat uns einen Hinweis hinterlassen. Hallo Skeletti. Aua, was soll das? Lass mich in Frieden. Du wolltest doch, dass ich zu dir komme. Ja, aber nicht so, du Arsch. Jetzt nennst du mich ein Arsch? Wer hat hier auf mich geschossen? Du. Wie, nein, du warst es, so.
Dummes Skelett, ey. Ich hab keine Lust mehr. Previously on The Walking Dead. Wir haben einen Ort erreicht. Und nächstes Mal bei The Walking Dead. Ich baue mich jetzt mal ein bisschen um und schau nach. Alter, oh, hallo. Diese Höhle ist krass. Und Korall. Diese Höhle ist scheiße. Jesus Christus. Hey, was ist? Ach, nichts, ich rede nicht mit dir. Ich hab's nur so gesagt. Ach so. Was machen wir jetzt? Jesus, weißt du eine Antwort? Nein, ich habe keine Antwort. Ich frag mal Gott. Hey Gott. Ja. Hast du eine Antwort? Hast du eine Antwort? Nein, ich habe keine Antwort. Wie? Du bist aber Gott. Du musst doch eine Antwort haben. Ja, aber nicht in deinem Fall. Oh. Huh, Spinne, wo? Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich jetzt lang machen gehen soll. Was weiß ich, aber leg mich doch. Alter Schwede. Ja, was ist? Nee, ich meine nicht dich, Schwede. Ach so, okay. Einen grützdicken Tag noch, ne? Ja, die auch. Zombie? Wo? Ich will jetzt hier nach unten. Hier gibt es bestimmt Slimies. Oh, Lapis! Lapis! Wir haben die Redstone eben erreicht. Sehr schön. Aber wir sind nicht alleine. Mann, der ist schlau. Ich hätte es erwartet, dass er da jetzt nach unten fliegt. Kluge Creeper. Die Creeper werden auch immer schlauer. Das ist schlecht. Ich schwör's euch. Was ist das für ein Scheißdreck, ey? Ich will nicht mehr. Der Zombie macht mich ganz kirre. Ist bestimmt der, den wir vorhin eingeschlossen haben. Und der versucht uns jetzt noch psychisch fertig zu machen. Oh Gott, leck, 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 leck. Sitz, alle. Boah. Okay, was haben wir denn da noch? Wir haben noch ein paar Pflastersteine, die könnten wir auch noch verwenden. Alles klärchen. Jesus, Maria und Josef. Ja, was ist? Nein, nicht euch. Oh. Warum kommt jetzt jeder, den ich erwähne, auf einmal so mit einer Sprache? Ich habe keine Ahnung. Altes FPS. Ja, was ist? Ach. Du FPS, du Nutte, was willst du? Nein! Nö. Hier geht es auch noch lang. Vielleicht sollte ich Yanka Kakimoto um Rat fragen. Alle haben ihn für tot gehalten, den Yanka Kakimoto. Aber man kann ihn nicht töten. Yanka Kakimoto. Yanka LPs böse Seite. Ein böser Zwilling, kann man so sagen. Hier geht's auch noch lang. Also wir haben jetzt so viele Sachen freigelegt, dass ich den Überblick verloren habe. Ich glaube, es wäre hier klug, ein Basiscape zu errichten. Denn schaut euch das mal an, Leute. So eine krasse Höhle habe ich selten erlebt. Und wisst ihr was? Weil es jetzt gerade so schön leckt,
würde ich sagen, ich mache hier die Aufnahme, ich beende die Aufnahmesession jetzt und dann sehen wir uns im nächsten Part oder gleich wieder, je nachdem, wie ich es schneiden muss. So, und dann bis zum nächsten Part. Oder bis gleich. Also Leute, macht's gut. Ciao.